Hallo, das gute Leben. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin hier im Hotel im Berliner Sofitel mit Lausbuben, a.k.a. Los Banditos, a.k.a. Little Brother Films, a.k.a. Ich habe Benjo hier und ich habe Timo hier. Regisseure, Producer, Promoter mittlerweile auch, also 1000 Sassas kann man sozusagen. Liebe Menschen, ja. Auch Spiel. Liebe Menschen. Auch Spieljungs, irgendwie, wie ich euch kennengelernt habe. Ne? Also hat ja immer viel mit Spiel zu tun. Ich will gleich ein bisschen euch vorstellen, über die Projekte sprechen. Ich würde aber gerne anfangen, wie wir uns kennengelernt haben. Weil ich kann mich erinnern, so um 2003 war das, meine ich, gewesen. Wart ihr mit eurem Team bei mir in einem Hotel? Ich bin damals mit einer riesen Entourage gereist und ihr seid auch mit einer Entourage gekommen. Jo, wir sind hier aus Stuttgart, die Banditos, und wir machen jetzt Videos. Dicker, und du brauchst ein Video von uns. Also, und seid ihr mit einer Präsentation angekommen, mit Folien, kann ich mich erinnern. Ja, jetzt war ich Folien, und ich hatte aber einen riesen Beraterstab. Ich war ja so mit 10, 15 Leuten unterwegs. Jetzt weiß ich wieder. Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Ja, ich war ja da irgendwie... Also ich weiß nicht. Nee, du weißt nicht, jetzt weiß ich eine Sache weiß ich. Irgendwann hat mich Timo angerufen und hat gesagt, ein Kumpel von mir hat DJ Tomek klar gemacht und wir müssen den irgendwie beeindrucken und so. Wir waren damals noch ganz klein, haben kleine Videos gedreht, kleines Zeug gemacht und sind gerade so in der Riege aufgestiegen, wo man so von so 3.000 bis 5.000 Euro Videos in so 10.000 bis 30.000 Euro Videos gehen konnte. Und wir haben uns erhofft, dass du hast da in einem Moment eine ganz gute Welle gemacht in Deutschland. Wir haben uns erhofft, dass wir mit dir vielleicht nochmal einen kleinen Step nach oben gehen könnten. Weil in der Zeit waren die Videos, die du gemacht hast, war das Jump Jump oder? Nee, das war nach denen, die Sachen im Amiland gemacht hat, das war vor diesem Agro-Sampler, das ja faktisch ein Agro-Sampler war, ja. Das war davor noch. Das war zu Kimno-Zeit. Ja, das war aber schon draußen. Genau. Haben wir da schon Wu-Tang gedreht oder war das es, nee, wir haben Wu-Tang danach gedreht. Wir haben nur Inspector Deck gedreht. Ja, da waren wir noch nicht ganz in dieser Liga und wollten noch ein Stück aufsteigen. Wir wollten euch auch beeindrucken. Aber jetzt weiß ich das wieder. Und zwar, wir haben wirklich uns vorbereitet darauf. Wir sind hingegangen und haben Pitchmappen alles, weil er war ja faktisch so der, wenn es um geile Videos ging in Deutschland, gab es Spectre und dein Zeug. Spectre gab es auch noch nicht. Doch, Spectre ist ja auch in allen deiner Videos drin. Hat er eigentlich das Video gemacht? Ja, der hat kreative Leitung mitgemacht und Graffitis eigentlich gemacht. Aber eben noch nicht Video Directed. Ja, muss man ganz ehrlich sagen, Spectre hat eine Zeit lang in Deutschland die geilsten Videos gemacht. Ja. Und ich glaube, er hat die kreativ komplett betreut. Ich glaube, er hat Regie gemacht. Cover gemacht. Er war eigentlich nur zum Schriftzüge oder zum Covermann. Ja. Hat dann aber so einen großen künstlerischen Input gehabt, dass er dann irgendwann immer mehr gemacht hat und echt einen super Job gemacht hat. Ihr seid zu mir ins Hotel mit euren PDFs, mit euren Folien. Dicker, wir müssen dein Video drehen. Ah, Tomek, das habe ich ja ganz vergessen. Ich hab an was anderes gedacht, das sage ich dir gleich. Wir sind aufs Land gefahren. Das war ein richtig teures Hotel. Ja. Du saßt da mit so einem Baby und wir so, wie alt waren wir denn da? Auf jeden Fall waren wir so vielleicht Anfang 20, du warst schon irgendwie Mitte 40. Und ja, stimmt. Aber das hat sich da nicht, da gab es ja keinen Deal, aber dann bist du zu einem Dreh gekommen. Und zwar, da waren wir in Berlin und haben Nico Suave gedreht. Und das war eigentlich, wo wir auch ein bisschen mehr so quatschen konnten. War das For Music oder? Nee, es war No Limit Records von Ronny. Vielleicht kommt er ja zu, wer weiß. Ronny Boyd, ganz genau. Ja. Das war das Nico Suave. Ach, wie hieß denn dieses Lied nochmal? Hat er sich sein eigenes Hit nochmal gecovert oder irgendwie sowas? Ich weiß nicht mehr genau. Ich weiß nur noch im Video. Ich bin neulich an dieser Kirche vorbeigegangen, wo wir das gedreht haben. Habe mich daran erinnert. Da haben wir so eine Schnitzeljagd durch Berlin haben wir so ähnlich wie in dem Film Die fantastische Welt der Amelie haben wir nachgestellt, wo so jemand verschiedene Sachen finden muss, um nachher in der Liebe da zusammenzufinden. Und das durch Berlin. War eigentlich ganz, ganz cool. Ich habe es mir neulich wieder angeguckt, als ich bei der Kirche war. Da dachte ich so, haben auch bessere Videos gemacht. Also genau so ist es. Wir haben 94 Musikvideos gemacht. Wir machen ja schon seit ein paar Jahren keine mehr. Aber irgendwie habe ich gedacht, wenn die richtigen Leute kommen, machen wir die 100 irgendwann voll. Zumindest bis ich tot bin. Und ich habe mir auch die meisten wieder mal angeschaut und es sind ein paar ganz gute dabei und es sind desaströse dabei. Ich würde gerne mal so ein Death Metal Video machen. Ja. Ja, meldet euch. Ja, und das ist ja jetzt schon irgendwie 10 Jahre her oder 12, 15 Jahre her, ne? Und mittlerweile seid ihr, wenn mir eben Filmemacher/Regisseure einfallen, so die Ersten eigentlich in Deutschland. Das heißt so
in meiner Welt und in der Hip-Hop-Welt habt ihr irgendwie euch ein riesen Standing erarbeitet, ein riesen Ding gemacht, ja, quasi von einer ganz kleinen Bude jetzt über Kinofilme, die ihr macht, die ihr vertreibt, über 3D-Dokus, über irgendwie Partyserien, über Riesenfirmen, Riesen-Events, ja. Das heißt, mir ist jetzt natürlich, also ist unheimlich viel erstmal. Habe ich irgendwas vergessen, was... Also nicht... Ich glaube, das Wichtigste ist, wir sind immer irgendwie on the edge geblieben. Wir haben auf unserer Party wieder gesagt, 12 years of provocative filmmaking. Also provocative, voll der Sache. haben immer versucht, in allen Bereichen, in denen wir arbeiten, wirklich ans Limit zu gehen. Und sei das im Hip-Hop-Bereich, sei das im Spielfilm-Bereich, aber auch im Naturdokumentationsbereich, wo wir super erfolgreich sind, haben wir nicht wie alle anderen normale Naturdokus gemacht, sondern haben immer geguckt, dass wir super Zeitlupen machen. Waren die ersten, die 3D-Dokumentationen in Deutschland, wahrscheinlich fast in ganz Europa gemacht haben, waren die ersten, die sich selber, angefangen haben, selber Kameracases gebaut haben, damit wir unter Wasser drehen konnten. Also der erste, eine, oder wahrscheinlich einer der ersten europäischen 3D-Unterwasser Naturdokus kommen von uns. Jetzt sind wir gerade wieder an einem ähnlichen Bereich. Timo geht total ab im 4K-Bereich. Und du interessierst dich für 360 Grad, was auch jetzt überall in den Medien ist. Ja, es ist halt so, was uns gefällt am Filmemachen oder generell an Unterhaltung ist, dass es immer wieder neue Elemente gibt. Das ist wahrscheinlich ähnlich, wie wenn du als DJ, wenn du merkst, okay, jetzt ist von Vinyl geht es dann rüber zu Serato oder zu irgendwas, dass du dich da auch für solche Dinge wahrscheinlich interessierst. Und genauso ist bei uns auch. Wenn neue Systeme rauskommen, probieren wir die aus. Und wir haben eins immer gemacht. Irgendjemand muss es bezahlen am Ende des Tages. Und wenn wir ein Projekt jemand pitchen oder jemand möchte was von uns, dann sagen wir, okay, pass auf, wir machen das mit der und der Technik und dafür hast du da die neueste Technik und damit probieren wir das auch immer ein bisschen aus. Also das heißt, wir machen eigentlich nie Trial and Error, sondern immer gleich Error. Das heißt, wir lassen alles, was wir machen, wird auch immer veröffentlicht und alles, was wir machen, ist eigentlich immer irgendwie ein Produkt, was von irgendjemandem finanziert ist. Wir sind auch relativ schmerzfrei, wenn jemand anruft und sagt, ich möchte das und das Projekt machen, habt ihr damit schon gearbeitet? Dann sagen wir auf jeden Fall ja, weil mittlerweile kennen wir so viele Menschen auf der Welt, die für uns produziert haben, die für uns gedreht haben, die für uns Sachen gemacht haben, dass man eigentlich auch immer ja sagen kann. Ja. Das sind ein paar Telefonate, du machst eine Telefonlawine, wie das so schön bei 3 Fragezeichen heißt, guckst, wer dir da helfen kann. Kennt doch keiner mehr 3 Fragezeichen. Klar, kennt jeder. Und guckst, wer sich mit was auskennt, kaufst du diese Fremdleistung dazu und lernst beim ersten Mal drehen. Und wenn es dir gefällt und wenn du damit anfangen kannst und wenn dir das Ergebnis gefällt, dann arbeitest du in die Richtung weiter. Ich war vor einer Woche bei so einem komischen Manager-Seminar. Da war so ein Typ, der hat erzählt, dass wenn man der beste 100-Meter-Läufer der Welt werden will, dann muss man 4 Jahre lang diese 100 Meter rennen und dann ist man irgendwann der Beste. Und der hat gesagt, warum überträgt man das nicht auf ein Businessmodell? Dann habe ich gesagt, so sorry, unser Businessmodell ändert sich alle 4 Monate. Ich kann nicht 4 Jahre 100 Meter rennen, das funktioniert nicht. Das ist, wie er schon gesagt hat, alleine wie viele Musikformate es gibt, alleine wie viele Formate es gibt, auf denen du auflegen kannst, mit denen du auflegen kannst, mit denen du neue Effekte erzeugen kannst, mit denen du die Musik manipulieren kannst. Das ist im Filmbereich genau gleich und wahrscheinlich nochmal ein Stück on top. Also man kann es nicht so arg vergleichen, aber was wirklich betrifft ist, dass sich Musik und Film immer weiterentwickeln. Also ob es die Systeme sind, mit denen Musik gemacht wird, oder ob das jetzt die Kameras sind, oder ob das auch die Techniken sind, die im Hintergrund sind, die entwickeln sich eigentlich immer weiter. Und zwar in so rasant, dass der Zuschauer das manchmal gar nicht merkt, weil das für ihn ist immer nur ein besseres Bild, aber im Hintergrund, du kannst heute keine Kamera mehr kaufen. Wenn du heute eine Kamera kaufst, faktisch in dem Moment, wo sie gekauft ist, ist es schon veraltet. Ja, das geht nicht mehr. Du musst also faktisch Sachen immer leihen, wenn die aktuell sind, dann mit denen drehen. Also echt, muss immer so ein bisschen... Und trotzdem ist eine Geschichte wahrscheinlich im Filmbereich konstanter als im Musikbereich. Am Anfang von diesem Film steht das geschriebene Wort. Und wenn das gut ist, dann kannst du, egal wie schlecht du das umsetzt, den Film praktisch nicht kaputt machen. Wenn das aber schlecht ist, kannst du das beste Kamerasystem der Welt haben, kannst die besten Schauspieler der Welt haben und aus dem Film wird nichts. Im Musikbereich habe ich gemerkt, wenn jemand Scheiße singt und man macht genug Audio-Tune drauf,
unten irgendwie geht's. Wenn oder wenn das einen anderen singen. Das hatte ich auch gemacht, dass Leute, die irgendwie Frontleute sind, dann eigentlich von jemand anderem das eingesungen wird, auch teilweise bei größeren Amerikanern. Aber ein gutes Buch kann schwarz-weiß sein, kann, also schwarz-weiß gedreht werden, kann auf einer ganz kleinen, kann auf deinem Handy gedreht werden. Das beeindruckt die Menschen. Ein guter Song, also in deinem Metier, muss heutzutage top abgemischt sein. Er muss... Die Stimme muss funktionieren, es müssen diese ganzen Sachen funktionieren. Und ja, das spricht schon ein bisschen gegen Rap. Also ich habe es gerade über diesen, obwohl ich ja schon ein bisschen älter bin, gebe ich immer noch alles, was so im Netz passiert. Und ich habe gerade diesen Slim Jesus, ich weiß nicht, hast du bestimmt auch angezogen. Was ist der, 19? Die Stimme rasiert halt. Ja. Und es ist eigentlich ein sehr simpel gemachter Song. Mhm. Und Rap ist für mich aktuell sehr langweilig geworden, muss ich sagen. Und ich kann diese Wiederholung von Trap nicht mehr anhören. Also ich bin eher schon, ich werde, glaube ich, alt und höre mir dann alte Sachen lieber an. Aber trotzdem gucke ich mir die neuen Sachen an, um sie scheiße zu finden. Aber der hat mich jetzt zum Beispiel, wo ich dachte, okay, das ist wieder einer, der muss nichts können. Du musst dich hinstellen in die Booth und musst rappen können. Und du brauchst nicht wie bei uns, wir müssen ja echt Techniken beherrschen, wir müssen Kameras beherrschen, wir müssen schneiden können. Ein Rapper muss rappen können, oder? Bei mir ist eben angekommen Passion, also bei mir ist eben so angekommen, der Film und ich, wir sind eins. Also das ist das, was bei mir angekommen ist. Mhm. Und das ist eben das, was ich meinte, was mich so beeindruckt hat. Weil wir haben uns vor 12 Jahren gesehen oder 15, sehen uns immer noch und ihr seht immer noch fit aus. Ja, ihr seid immer noch da. Ja, es ist auch, Passion ist auch, Passion kann auch einen aufessen. Ja, also Passion, wenn man mal sich mit Lebensläufen von Künstlern auseinandersetzt, irgendwie die Hälfte von denen stirbt irgendwie und seufzt sich zu Tode, irgendwie ein Drittel wird irre und ganz wenige schaffen überhaupt so einen weiten Weg und dann immer weiter sozusagen fokussiert zu bleiben. Du darfst zwei Sachen nicht vermischen. Von dem du sprichst, das ist Genie. Und das sind die Menschen, die im klassischen Prinzip verrückt sind. Und die sind in der Lage, so viel in ihre Passion hereinzustecken, dass es sie selber körperlich verbrennt, also dass es sie kaputt macht. Das werden aber auch die besten Künstler der Welt. Timo und ich sind Arbeitskünstler, das heißt, wir arbeiten uns ein Thema. Wir setzen uns an das Thema ran, probieren aus, arbeiten daran, aber wir werden nicht gedrängt von so einem inneren Feuer, was uns... vielleicht werden wir deswegen nie einen der größten Filme der Welt machen. Vielleicht kriegen wir es mit Arbeit hin, aber man wird sehen. Die Chance bei uns ist nicht so groß wie jemand, der durch seine Verrücktheit da reingetrieben wird. Also ich meine, um das mal so ein bisschen zu relativieren, ich glaube, was uns ausmacht, ist, wir sind irgendwie nicht erwachsen geworden. Wir halten uns diese Kindlichkeit bei Sachen. Also es geht so, wie wenn man in den Kindergarten zum Spielen geht, mit seinen Kumpels und irgendwelche Lego-Sachen baut, so gehe ich in die Arbeit rein. Also ich gucke mir Sachen an, bastle rum und versuche eigentlich den ganzen Tag irgendwie Kind zu bleiben. Das heißt, mir macht es Spaß, was ich mache. Ich bin auch nicht so, dass ich, wenn ich schreibe, sondern ich muss mich motivieren zum Schreiben. Es ist nicht so, dass das aus mir rausläuft und die Kraft treibt mich irgendwie an. So sind wir auch von Musikvideos, Werbespots, zu 3D-Filmen, Kinofilmen gekommen. Wir haben einfach alles auch mal ausprobiert, was wir machen. Spielfilme. Haben mit Spielfilmen angefangen, haben dann einen breiten Weg geschlagen, bis also wieder zum Spielfilm gekommen. Die Leute, die uns kennen, die Los Banditos noch kennen und die vielleicht aus dem Süden sind, ich hoffe, es sind ein paar, keep up the South, da wurde sein Gesicht zum Beispiel kennen. Da waren wir, ältere Teenager, das hat sich damals auf VHS wie blöd verbreitet. Und das war ein Sommerprojekt. Wir hatten also da Spaß in den Sommerferien und wollten einfach aus Spaß einen Film machen. Lustigerweise verbreitet und verkauft. Ja. Also wir haben ganz, ganz, ganz früh geschnallt, dass wenn wir das konkret machen wollen und wenn wir größere Projekte machen wollen, dass wir dann die Sachen, die wir machen, nicht so wie der klassische für YouTube und für seine besten Kumpels und sich darüber freuen, was es ist, sondern immer, wenn wir was fertig gemacht haben, haben wir sofort versucht, eine Vermarktung dafür zu finden. Also haben uns auch dran gesetzt, dass die Welt es wirklich zu sehen bekommt und dass die Welt das auch zu honorieren weiß, und zwar auch monetär. Für mich, ich habe gerade so einen Vergleich, weil ich hab da große Bewunderung eben davor, dass ihr da seid, dass ihr größer werdet, dass das, und frage mich, was treibt euch an, was ist die Motivation dahinter, und merke gerade, dass das so ähnlich ist wie bei mir. Ich habe Anfang der 90er auf der Straße Mixtapes verkauft oder im Club Mixtapes verkauft und wusste, okay, wenn die Mixtapes halt hot sind und wenn die Leute das machen, die Kamera und ich habe da besseres Geld gemacht als jetzt teilweise, ja, und wenn die Mixtapes halt hot sind, irgendwie dann kann man die verchecken, dann ist einfach eine Nachfrage da, und dann gibt es auch einen Markt dafür, und deswegen lege ich seit 25 Jahren Platten auf irgendwie, und
Aber weißt du, wo wir zwei ähnlich sind, Tomek? Also auch gerade unsere Firma und auch bei dir. Du hattest keine Angst, auch Sachen zu machen, wo so, ach, ich als Hip-Hopper möchte ich gerne auch overseas gehen, ich möchte gerne mit großen Künstlern. Ich glaube, du hast mit Lil' Kim gearbeitet, da war die on top of the peak. Du hast mit Ice-T gearbeitet, du hast mit diesen ganzen Musikern gearbeitet, wo hier in Deutschland das so war, wo Hip-Hop noch so wo ganz anders war, wo du wolltest es einfach machen. Und ich glaube, bei uns war das auch so. Wenn morgen zu uns jemand sagen würde, hey, mach dir eine große ZDF-Produktion für Traumschiff, würde ich sagen, klar, mach ich. Logisch. Rosamunde Pilcher. Ja, ruft an, machen wir auch. Wobei ich sagen muss, bei mir gab es Sachen, die ich hinterher bereut habe. Ich bin jetzt mal gespannt. Mit Paul van Dyk zusammengearbeitet an seinem Album mit Lexi und K-Paul. Da hatte ich mich aber nicht getraut, meinen Namen draufzusetzen, weil ich vorher in der Hip-Hop-Szene schon gedisst wurde, weil das hieß irgendwie Tomek, der legt R&B auf und legt Hip-Hop auf. Tomek, gab es bei uns eigentlich nur ein Thema, da bist du mir ein bisschen reingefallen. Bei uns gab es nur die Nazi-Nummer, die wir nie machen würden. Nie. Damit meinte er Flair. Ich meine Flair. Also er meint nicht das, was da du im Camp passiert ist. Das ist Quatsch. Das ist aus Dummheit passiert. Ja. Irgendwie wegen aber, irgendwas. Wir hätten zum Beispiel... wir haben so ein paar Sachen, die wir nie gemacht hätten. Es gab eine konkrete Diskussion, die Timo angefangen hat, ob wir ein Flair-Video machen sollen. Ach, okay, und ich habe einfach gesagt, mache ich auf keinen Fall. Egal was es gibt, egal wie viel. Der hat mit Sachen kokettiert, die für uns schwierig sind. Wir hatten mal eine ähnliche Situation, ob wir nicht mal einen, wir haben so einen Film gemacht mit Johannes Jäger in der Regie zusammen für RTL damals, Kampfansage, so ein Karate-Movie. Und danach war so eine Diskussion, ob wir nicht einen Film über die Skinhead-Szene machen wollen. Und ich kann das nicht machen, habe ich gesagt. Über die Skinhead-Szene kann ich deswegen nicht machen, weil wenn ich das zeigen möchte, muss ich auch zeigen, was daran gut ist. Ja. Also ich muss also Szenen auch zeigen. Und Leute könnten das falsch verstehen, meinen Film, so wie Scarface falsch verstanden. Das ist ja eigentlich ein Anti-Drogen-Film, aber die Leute feiern ihn als Drogenfilm. Und deswegen haben wir uns bei solchen Sachen immer... Also noch Vorsicht mit dem, was du mit gut meinst. Er meint nicht gute Sachen an der Nazi-Szene, sondern gute Sachen an dem... Nee, dem, also irgendwas um einen Film über Skinhead zu zeigen, musst du zeigen, warum ist sie motiviert, Skinhead zu sein. Braucht er positive Elemente in dem Film. Die Figur muss durch motiviert werden, Skinhead zu sein. Und deswegen... Und diese Elemente nehmen die sich dann raus, die Skins sagen, das ist mein Film für den Moment. Selbst wenn jemand aggressiv ist die ganze Zeit, nur Mist macht, nur Dreck macht, kann es trotzdem eine Gruppe geben, die sagt so, boah, ist der cool. Und dann kann sich sowas sogar zu einem Kultfilm entwickeln. Aber in dem Bereich waren wir immer super, super, super vorsichtig. Wie siehst du das mit Flair? Bin ich mal gespannt. Weil er hat eine sehr, sehr starke Meinung zu, weil er sich eigentlich mit Hip-Hop durch mich mehr beschäftigt hat. Er hat sich dann die Sachen angehört und sagt, das ist ganz klar rechts. Na, ich habe mit Flair eins gemeinsam. Wir waren immer die Minderheit. Flair ist der Deutsche in der Hip-Hop-Szene. Die Hip-Hop-Szene ist ja der Pole in der Hip-Hop-Szene, oder was? Ja, gut, das ist ja nochmal ein anderes Thema. Aber die Hip-Hop-Szene, ursprünglich waren ja alles nur Ausländer und... Ja, vielleicht bei euch hier so, in Berlin. Ja, wirklich. Und Flair war immer die Minderheit, weil er als einziger Deutscher rappen wollte irgendwie. Und deswegen immer in der Minderheit war. Flair ist die Minderheit mit dem fantastischen Wir zusammen. Ja, wirklich. Und deswegen, also muss sagen, bei uns ist deswegen die, vielleicht in Berlin, ja, aber es stimmt auch nicht wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn ich mir überlege, dass die Leute, die ich so, ob das jetzt, die ich so aus Berlin kenne, mit denen ich ja eine Zeit lang hier rumgezogen bin, ich habe hier in Berlin wohnen dürfen mal und habe ich bei Sentence und bei, wie heißt das schnell, Gott, der wird mich jetzt gleich totschlagen, Mann, wie heißt der? Bumschlag, Bash, nein, aber hier DJ, hier. warte. Also der mit Cobra, mit Prinz Pi rumgehangen und mit denen habe ich da waren die auch gar nicht, die Beatfabrik war. Cobra Fett? Nein, egal, scheiß drauf. Okay. Er hat auch das erste Tape mit Savage gemacht, Berlin Nummer 1. Mit dem haben wir auch so ein Mixtape gemacht. Nikon. Nein, auch Nikon, nicht. Egal. Nein, Nikon, okay. Ey, du hast mich, ich weiß nicht, ich habe bei dir ein halbes Jahr gewohnt. Schade, das haben wir gestern in der Liste. Er war gestern in der Liste. Ich weiß gar nicht, ob der auch noch aktiv ist, kann ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall ist er ein guter Junge gewesen. Nein, ich bin also mit Prinz Pi, mit Smaxer und den Jungen, das waren alles Deutsche, Mann. Und da war es nicht so. Aber die kamen ja viel später. Die kamen ja, Prinz Pi war also Prinz Pi noch früher. Und war ja 2003. Ja viel später. Es war 2003, 2003. Flair war schon in der... Flair? So in der Flair war ja schon viel, viel früher. Der war ja schon 5 bis 10 Jahre warte, früher. Warte. Und war wirklich der erste Deutsche, der mit den Ausländer-Kids gerappt hat. Das ist kein Quatsch. Also das haben ja früher keine Deutschen gerappt. Das stimmt nicht. Es war wirklich so, es gab in Berlin nicht. Wo Beatfabrik, Stuttgart. Wir reden gerade über Berlin. 10 Jahre. Wo die, wo,
wo Argo Berlin so durch die Decke gegangen ist. Es war genau zu dem Zeitpunkt hier, wo es hieß, entweder wird Beatfabrik das dicke Ding oder Argo wird das dicke Ding. Es war genau das, war. Da war schon, da war Carlo, wie heißt denn das? Und da war doch Flair, der erste Deutsche. Da gab es schon noch nicht mal. Da gab es auch einen Frauenarzt und den ganzen Quatsch, oder? Ja, aber es war auch nicht so richtig. Frauenarzt ist ein Spanier. Was ist denn Frauenarzt? Ist ein Spanier. Die sehen doch alle aus wie Deutsche. Was ist Spekta ist ein Franzose. Savas ist Türke. Okay, stimmt. Ja, ach so. Das ist doch genau das. Savas ist doch kein Türke. Sorry. Savas ist ein Türke. Aber wann hat der mit Türke? Das ist doch ein Türke. Bitte, Mann. Also wenn man jetzt heute sagt, Türkisch benimmt sich wie ein Türke, ist wie in. Also bitte, hört euch die ganzen Savas-Sachen an. Der rappt nie über türkische typische Sachen, vielleicht die neueren Sachen. Nein, weil das natürlich. Timo, weißt du was? Wir kriegen das nicht mit, weil wir unser Leben lang auf Türken umgehangen sind. Das sind für uns Deutsche. Diese Unterschiede, die Flair da sieht, die haben wir nie gesehen. Die sehen wir nicht, die gibt es sonst nicht. Also, verstehst du? Wenn du zum Beispiel sagst, Kid Groba ist ein Türke zum Beispiel, ja? Also ihr Sertan, der ist. Oder was ist Sentence? Ist ein Kubaner. Pole/Kubaner. Nee, Sentence ist nicht polnisch. Das sind für mich alles Deutsche. Für mich sind das alles Deutsche. Das ist ein Pole/Südamerikaner. Aber okay, da muss man natürlich sagen, hat er einfach eine falsche Ansicht vom Leben. Für mich sind das alles Deutsche. Wenn er meint, er gehört nicht dazu, dann gehört er einfach dazu. Also ich kenne eben so von Hip-Hop-Szene intern, weiß, dass der echt Schwierigkeiten hatte, weil der teilweise gemobbt wurde. Und da ist eben meine Brücke zu ihm, weil er einfach in der Minderheit. Aber Benjo, der wäre auch von uns gemobbt worden, einfach nur, weil er Flair ist. Oder? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn persönlich nie kennengelernt. Ich habe mir seinen Text angehört und dachte so, das ist mir eine Schiene, die wir da versuchen aufzubauen. Und übrigens, ich hab damals zu Timo gesagt, Agro Berlin wird an dem zugrunde gehen. Du kannst in Deutschland, kannst du schreien, was du möchtest. Ja. Und zwar wirklich, was du möchtest. Wir sind in einem Land, wo die Meinungsfreiheit wirklich groß geschrieben wird. Bushido bekommt manchmal eine einstweilige Verfügung oder irgendwas, aber im Prinzip darf er machen, was er will. Ja. Als ich jung war, bin ich mit den Ärzten aufgewachsen, haben die denen die Alben verboten. Trotzdem wurde es ja transportiert und die Jungs geachtet. Ich habe zu ihnen gesagt, als Agro Berlin Flair ausgepackt hat, das wird das ganze Ding zu Fall bringen. Weil das was ist, was die Deutschen in der großen Menge weder mögen, noch tolerieren, noch wollen. Was die Politiker nicht möchten, was die Polizei nicht möchte und wo es eine kleine Gruppe gibt, die das missbrauchen. Also man wird entweder missbraucht oder nicht gemacht. Man merkt es doch ganz einfach. Wenn Flair, ich weiß nicht, ob er noch zu Konzerte gibt, ich denke, oder? Wahrscheinlich schon. Ja. Wenn der im Osten spielt, dann siehst du, was für Publikum da kommt. Also zumindest war das so, wo, ich weiß nicht, war das 2010 oder irgendwas, wo wir da waren, hast du sofort gemerkt, was du gestern. Agro war eine Zeit lang Mainstream-Timo. Ja, ich weiß. Mainstream. Ja. Aber ich meine, aber Flair zieht einfach auch schon so Publikum. Genauso wie wenn die bösen Onkels sagen, ja, wir sind nicht rechts. Wenn du da auf ein Konzert gehst, dann als Schwarzer dahin gehst, wirst du niedergetreten. Ich kann das nicht einschätzen. Ich weiß das nicht. Ich war noch nie auf einem Konzert von den bösen Onkels. Ist auch noch nie von Flair. Lass uns mal zurückkommen zu den Mixtapes, zu den Filmen und so weiter und so fort. Weil das ist ja eigentlich das, was irgendwie unser Thema ist. Folgendes. Also bei mir ist angekommen, Passion, zur Tür, Film. Pass auf, gell? Bei uns gibt's auch Rocker. Diese parallele meiner Mixtapes. Stadt. Slash VHS-Kassetten, ja. Also ja. VHS-Kassetten gemacht, mitgekriegt, okay, da gibt's einen Markt. Das ergibt auch für mich einen Sinn für den kommerziellen Erfolg, ja. Weil eine der ersten Headlines, die ich in Zusammenhang mit euch gelesen habe, was ich toll fand, wo ich irgendwie Film ohne Förderung produziert und trotzdem den Sprung auf die große Leinwand geschafft. Und meiner Meinung nach gibt es da in Deutschland nämlich gar nicht so viele. Ich habe den Eindruck von als Außenstehender, der von Film keine Ahnung hat, habe ich den Eindruck, Hollywood-Produktionen kommen nach Deutschland, sammeln sich hier Film von Baden-Württemberg ein, Film von Nordrhein-Westfalen, Film von Brandenburg sammeln die sich ein, genau drei Stück, die irgendwie in jedem zweiten Hollywood-Film im Abspann stehen. Mhm. Und deswegen werden irgendwie auch Kollegen Brad Pitt und wie sie nicht alle heißen, alle Wohnungen hier haben und so. Und man hat so das Gefühl, so als Steuerzahler hier finanziert man eigentlich Hollywood-Filme so teilweise. So, und dann gibt es irgendwie ein paar Jungs aus Stuttgart, die sagen so, wir tun uns zusammen, finden irgendwie eigene Kohle oder ein Finanzier oder was auch immer und machen das zu einem erfolgreichen Projekt. Das ist doch total krass und da gibt es doch auch gar nicht so viel davon, oder? Also im Independent-Bereich, mit dem Erfolg, den wir haben, nicht so viel. Es gibt natürlich wahnsinnig viele Filmemacher. Es ist genauso, wie es tonnenweise DJs gibt. Aber dass die Popularität, die wir haben, also zumindest halt in Szene intern, das glaube ich niemand, der sich mit deutschen Filmen auseinandersetzt, nicht weiß, wer Los Banditos und mittlerweile haben wir es Los Boom genannt, ist. Da gibt es schon wenige, muss man sagen. Ja.
Aber musste man auch schon hart dafür kämpfen. Also es war nicht so, dass es über Nacht geschenkt wird. Wenn man sich das Große angucken möchte und du sagst, viele Hollywood-Filme werden mit Förderung finanziert, stimmt so nicht. Okay. Also wenn Hollywood-Produktionen hier in Deutschland gedreht werden, ist ein bisschen Fördergeld drin, aber also das sind nicht die maßgeblichen Faktoren dafür. Es gibt Standortvorteile hier. Teilweise kommen die auch hier runter, weil die wirklich in Deutschland drehen wollen, weil die hier auch Kulissen brauchen und weil die nicht alles im Studio aufbauen wollen. Teilweise geben sich hier die Filmstudios auch Mühe, dass sie wirklich kostengünstig produzieren können. Und man darf nicht vergessen, Deutschland ist ein sehr, sehr, sehr sicherer Standort. Ein Freund von mir hatte in Südafrika eins der größten Filmstudios der Welt und hat irgendwann die Schauspieler nicht mehr versichert bekommen. Die konnten da nicht mehr drehen. Der musste da einpacken, musste nach Europa kommen und hier wieder ein Filmstudio gründen. Die Filme, die maßgeblich gefördert werden, sind meistens von Filmemachern, die sich in Deutschland mit der Zeit in diese Fördersysteme hereingewöhnt haben. Also man muss erstmal verstehen, wie funktionieren die, welche Eingaben braucht man, was muss man anfragen, was für Voraussetzungen muss man erfüllen. Und dann werden diese Filme gefördert, gedreht und leider meistens in eine Schublade gepackt und von niemandem wieder gesehen, um dann den nächsten Förderantrag auszufüllen. Das heißt, ich glaube, dass das System ist nicht mega effektiv, wenn man den Input-Output anguckt. Ist auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, muss man ganz ehrlich sagen. Für uns selber, weil wir, glaube ich, so ein bisschen Fachchaoten waren, ist es schwer, einen Förderantrag auszufüllen. Ja. Also erstmal sind Timo und ich beide schwere Legastheniker und wenn der Förderantrag da ankommt, machen die den auf, lachen sich tot. Dann, von dem Banditos ist wieder ein Förderantrag. Und dann gucken die alle da zusammen durch und lachen sich über unsere Rechtschreibfehler tot, schmeißen den hinter sich so als Konfetti. Und das war's. Da war es für uns deutlich einfacher, dass wir ein paar Leute gefunden haben, die wir überzeugen konnten mit dem, was du spürst, wenn wir hier sitzen, mit unserer Energie, mit unserem Wollen, mit unseren guten Ideen. Und dann haben wir ein bisschen Geld von hier genommen, ein bisschen von da, ein bisschen aus unserer Eigenschaft. Aber vergesst nicht vor allem auch viel Kreativität. Ganz klar. Ich gebe Workshops, also man kann mich auch buchen für Regie-Workshops verschiedenen Filmhochschulen in Deutschland, also wirklich auch an großen Schulen. Und so ein bisschen the true cost of it, also was kostet es mich wirklich? Also du mich kann man einladen zu seiner Party. Ich habe da mehr Spaß. Ich komme auch zur Kindergeburtstag, das ist klar, kein Problem. I need the money though. was kostet wirklich was? Also für was muss ich etwas ausgeben, was kann ich anders bekommen? Ich habe unsere Klausel immer gelebt. Wir haben immer gesagt, ein Spielfilm, der ins Kino soll, kostet 3 Millionen. Egal, ob du die 3 Millionen hast oder richtig. Nicht. Jetzt ist die Frage, wie kannst du die Sachen, die normalerweise Geld kosten, bekommen, ohne Geld dafür auszugeben. Und ohne kreativ eingeschränkt zu sein. Sprich, zwei Sachen, es fängt immer natürlich mit dem Buch an. Willst du die Geschichte erzählen an einem Motiv, das schon existiert? Also zum Beispiel, wenn wir in diesem wunderbaren Raum, das uns vom Sofitel hier zur Verfügung gestellt wird, weil wir schon seit 2 Wochen in Suiten bei denen hausen. Vielen, vielen Dank, liebes Hotel. Frau Senfter, wenn wir hier eine Geschichte schreiben würden, die hier reinpasst, dann brauchen wir keine, und die Location umsonst ist, können wir jetzt drehen. Ja, verstehst du, wir könnten so einen Sci-Fi-Film drehen, irgendwie so ein bisschen so als Star Trek für Arme oder ähnliches. Also erstmal das Motiv, anfangen die Geschichte auf das Motiv zu schreiben, das man hat, und am besten umsonst das Motiv. Im Prinzip zeigen wir das jetzt gerade mit dem Video. Ich habe angefragt, ob wir hier für ein kleines Werbevideo, was Timo und ich machen, für nächstes Jahr für die Party, hier kurz drehen dürfen. Das haben wir abgedreht, bevor wir dieses Interview hier gemacht haben. Ja. Und jetzt sitzen wir hier in einer super Location, haben die also theoretisch for free. Genau. Und das Gleiche geht im zweiten Step. Alles, was man in einem Film sieht, also sei es die Handys, sei es die Getränke, sei es ähnliches, das kann man natürlich jetzt kaufen. Ich kann anstatt Red Bull, kann ich jetzt da draufschreiben, Energy Drink. Oder ich gehe zu Red Bull und sage, pass auf, liebes Red Bull Team, ihr seid im Bild zu sehen, gibt Flocken. Und wenn Red Bull nein sagt, gibt es mittlerweile, ich weiß nicht, 20, 30 Energy Drinks, die froh sind, wenn sie mit Red Bull konkurrieren können. Und irgendjemand wird bezahlen. Das heißt, du kannst über jedem Element, was bespielt ist, entweder ein Product Placement machen, was in Deutschland mittlerweile erlaubt ist. Das war eine Zeit lang, wo wir angefangen haben, nicht erlaubt. Da muss es eine Kinoproduktion sein. Mittlerweile ist es auch TV erlaubt. Muss halt dann schön mit Produktplatzierung unterstützt, muss dann da rein. Und Dauerwerbesendung. Nein, Produktplatzierung heißt zumindest, das ist der aktuelle Stand, ich weiß nicht. Das Dauerwerbesendung, das war eine Zeit lang, da hat Raab TV dagegen geklagt. Und ja, genau. Man kriegt viele Dinge umsonst dafür. Sprich, man hat Möglichkeiten, so sein Budget zu kürzen. Auf das, wo man wirklich Geld ausgeben muss.
Es sind so ein paar Sachen, wie ich jedem empfehle, gebt Geld aus für, macht keine irgendwelche Rückstellungsverträge oder irgendwas, weil wenn da jemand klagt, ihr seid dran und wenn die Steuer kommt, seid doppelt dran, weil da geht es um nicht bezahlte Lohnkosten und ähnliches. Zahlt ein bisschen was für, dass die Verträge ordentlich sind, wenn ihr mit den Schauspielern macht. Zahlt den lieber wenig, wie wenn ihr nämlich den nur auf Rückstellung das macht, die haben ein Anrecht darauf und dann klagen die euch die volle Gage ein. Zahlt den lieber wenig, bezahlt es und versucht die Dinge, die halt Geld kosten, so klein zu halten wie möglich. So, jetzt ist aber folgende Frage, was mich interessiert. Ich bin selbst Künstler, der auch Producer ist, der sich selbst und andere produziert. Manche Arbeitsschritte fallen mir unheimlich leicht. Wenn ich vor Publikum stehe, kriege ich meine Energie direkt vom Publikum. Aber wenn es zum Beispiel bei mir darum geht, Calls zu machen, sich Sponsoring zu holen, bin ich ein Soziallegastheniker, der extrem Schwierigkeiten hat, mit Leuten zu sprechen. Wenn es darum geht, Büro zu machen, kannst du mich jagen damit. Ich habe 15 Jahre gebraucht, bis ich festgestellt habe, okay, diese Kriterien, die bei mir arbeitet, sollte ich vielleicht nicht vögeln. und bis ich mich in eine eingestellt habe, die tatsächlich im Büro gearbeitet hat. Und die, da habe ich aber 15 Jahre erstmal richtig Geld ausgeben müssen und richtig Leute verschleißen müssen. Gibt es da bestimmte Tipps oder auch bestimmte Routines oder so, was so ihr gelernt habt, weitergibt? Das ist ein Tipp, das Benjo und ich gelernt haben. Im Bereich, er spricht es klassisch von Partnerschaften, die man eingeht am Telefon und Leute zu überzeugen, vielleicht auch in Form von Kaltakquise. Also sprich, wir haben es wieder den Fall, wir haben einen Film und wir suchen einen Kleidungshersteller für den Hauptdarsteller. Dann setzt du dich hin, druckst dir die Liste aus, rufst die komplett runter und wir haben uns wie ein Spiel motiviert. Das heißt, wir haben jeder saßen gegenüber, der eine macht den anderen, jeder macht einen Anruf und man benutzt ihm dieselben Sachen. Ja, wir drehen hier einen Film mit Heinz Hönig, großes Kino. Irgendwann ist man ja so in so einer Schlaufe drin. Dann kommen die Wörter Ralf Richter, Claude Oliver Rudolph, Hollywood Superfilm mit toller Vermarktung weltweit. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, es darf man Hollywood nicht mehr sagen. Es darf man Heinz Hönig nicht mehr sagen. So, und dann haben wir am Ende mal einen Strich gemacht, wer das gesagt hat. Und dann, wer am Ende meist Strich hat, der muss am Abend ein Bier bezahlen. Muss irgendwas machen oder so. Und dann ist dann dran so, okay. Du hast also, darfst nicht mehr Heinz Hönig sagen, der hat das Boot mitgespielt. Dieser Kralle, dieser der Schauspieler, Sie kennen doch den Film Das Boot. Kennen Sie? Der, nicht der? Ja, genau der. So, du musst also dann ein Spiel daraus machen, um den Leuten das... Das Lustige ist, auf einmal wird das Telefongespräch kreativ und lustig und das spürt auch das Gegenüber. Ja. Und dann springt er auch anders drauf an, als wenn er merkt, so, du ratterst da eine Floskel runter, die du schon seit 700 Mal gemacht hast. Weil die genau wissen, das passiert denen jeden Tag dreimal. Und der normale Anrufer will zu dem Punkt, dass das Gegenüber sagt, schreiben Sie mir doch eine Mail, erlöst, Gott sei Dank, auflegen, genau. Mail schicken. Nie passiert irgendwas. Nichts, ganz klein Mail in den Mülleimer schmeißen. Genau, braucht man überhaupt nicht schicken. Aber wenn du das Telefongespräch ernst nimmst und dem Gegenüber zeigst, dass du nicht Angst vor dem Gespräch hast, sondern Spaß an dem Gespräch hast, fängt er auf einmal an, interessiert zu werden. Okay. Und Motivation, wir haben uns gegenseitig motiviert, sozusagen ein bisschen Ping-Pong gemacht. Also ich habe ein Telefonat gemacht, er ein Telefonat, hin und her, wir haben... Deswegen wollte ich das Bier am Abend nicht bezahlen. So ist es. Also okay. Teamwork. Das heißt, da ist Teamwork. Ein Spielelement. Ja, also es ist bei allem, was wir machen, ist es Spielelement. Competition. Also alles, was wir zwei in den letzten 20 Jahren machen, ist immer Spiel und immer Competition. Ja. Cool, weil das ist nämlich so ein bisschen... Ich glaube, das kommt auch aus unserem Leitmotto, don't grow up, it's a trap, also werd nicht erwachsen, es ist eine Falle. Das ist so, als Kinder hat man immer irgendwie einen Wettlauf und sich auf dem Boden kaputt lachen und lustige Sachen machen und dann trotzdem wieder Arm drücken. Und also da ist, im Kindbleiben ist auch immer eine Competition mit drin und es ist immer viel Spaß mit drin und es ist immer ein totales Verzeihen mit drin. Und nach Möglichkeit kein Beleidigtsein. Also ist die blöden Kinder früher, das waren immer die beleidigten Kinder, die angehauen sind. Das war so, von 10 war das einer. Die sollten lieber erwachsen werden. Für die ist es, glaube ich, blöd, Kind zu bleiben. Aber alle, die Spaß hatten an diesem sich messen und lustige Sachen machen, verzeihen und... guter Sponsor. Die sind gut aufgehoben, wenn die ihr Leben lang nicht erwachsen werden, glaube ich. Also nicht richtig erwachsen. Kennt ihr beide euch noch vor dem Filme machen? Wart ihr auf der Schule zusammen oder irgendwas? Nee. Also eigentlich ganz doof, wie das ist. Wir haben uns dadurch kennengelernt, übers Filme machen eigentlich. Und haben dann so ein kleines Projekt zusammen gemacht und haben dann immer gemerkt, dass wir, und dachten nicht, dass wir eigentlich damit danach weiter zusammenarbeiten, da waren wir sehr jung noch, und haben dann uns gemerkt, dass wir genau das Gleiche beim Filme wollen. Wir wollen bei jedem Projekt, haben wir immer mitgemacht, weil es war damals schwer. Vergesst nicht, wir sind jetzt schon Mitte 20 und damals gab es noch kein Internet, um zu connecten. Also wir mussten klassisch zum SWR, zu Filmschulen rennen, überall mussten wir betteln, dass wir helfen konnten bei Filmsets. Und immer, wer uns die Möglichkeit gegeben hat, als
Set-Prakti oder als Ding zu arbeiten. Haben wir den anderen wieder mit dazu. Unser Team, und haben versucht auch aufzusteigen am Set. Das funktioniert nämlich wirklich. Also es ist wirklich so, wenn dich jemand als Regiepraktikant Nummer 2 einstellt beim großen Film und du das ordentlich machst, dann kann es sein, dass du am Ende von dem Film Regieassistent oder First Unit Director bist. Das haben wir gesehen bei manchen Leuten. Ja, ja. Also das heißt, das ist wirklich klassisch möglich vom Kabelträger, das gibt es eigentlich in dem Sinne mehr, aber so typisch ist für Leute, die ein Praktikum beim Film machen möchten, ist Aufnahmeleitungspraktikum, Springerpraktikanten. Und wenn du motiviert daran gehst, dann kannst du dich in dieser Hierarchie hocharbeiten. Was passiert als nächstes? Genau, was passiert als nächstes? Die wissen, im nächsten Film machen wir, der Benjo war eigentlich ganz nice, der Timo auch ganz nice, die können was wegschaffen, zack, wirst du wieder eingeladen beim nächsten. Und so haben wir uns eigentlich kennengelernt, weil wir gemerkt haben, wir haben beide das gleiche Ziel, wir wollen Filme machen, wollen Entscheidungen treffen können, wollen kreativ sein und haben dann gesagt, komm, wir tun es zusammen und seitdem ist es halt so, ja. Bei mir ist es so, wenn ich in ein Projekt reinrutsche, dann weiß ich, Timo hat super viel Energie und rennt in eine Richtung. Wenn das ähnlich wie beim Krieg, wenn gesagt wird, da geht's lang, dann rennt er in die Richtung und macht das konsequent und mit aller Konsequenz. Und du schaffst das Sterben im Hintergrund auch. Das schätze ich sehr an ihm. Und Timo kann es einfach nicht ertragen, wenn ich nichts arbeite. Ja. Deswegen denkt er sich immer Projekte aus und ruft mich an und sagt, wir müssen die jetzt zusammen machen. Weil er hasst das, wenn er arbeiten muss und ich nicht. Das ist so noch schlimmer. Ich habe bei mir mittlerweile eine kleine Firma, habe 8 Angestellte plus immer so wechselnde Praktikanten bei mir. Das kennst du wahrscheinlich auch von deinem. Da kommen wieder so, die machen so Monats- und was weiß ich, und Halbjahrespraktikanten. Für mich ist es das Schönste, was es gibt, wenn alle